Die blauen Schuhe von Erika Hübner-Barth, Teil 1. Der langsame Jakob zieht in die Fremde. Am Rande eines Waldes lebte einmal ein armer Holzhauer mit seiner Frau und seinen drei Söhnen. Peter und Paul, die beiden Älteren, waren flink mit dem Mund und flink mit der Axt. Die ersten bei Tisch und die ersten beim Tanz. Und wenn es irgendwo eine Rauferei gab, fehlten sie gewiss nicht. Der Jüngste aber, Jakob, war ein wenig schwerfällig und redete stockend, so, als müsse er jedes Wort erst suchen. Er ging selten ins Dorf und nie zum Tanz und streifte am liebsten allein durch die Wälder. »Langsamer Jakob«, nannten ihn seine Brüder und verspotteten ihn, so oft sich eine Gelegenheit bot, und es war recht häufig. Mit Worten konnte sich der langsame Jakob nicht verteidigen, da waren ihm seine Brüder weit überlegen. Mit seinen festen, schweren Fäusten hätte er es wohl gekonnt, aber das wollte er nicht, denn er dachte, »Wie frech sie auch sind, es sind doch meine Brüder«, so blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen Rucksack zu packen und um die Fremde zu ziehen. »Da geht der langsame Jakob«, rief Paul, »der wird es weit bringen.« »Gebt acht! Bald kommt er in einer goldenen Kutsche vorgefahren«, lachte Peter. »Schweigt und macht eure Arbeit«, schalt der Vater. »Es könnte sonst wohl geschehen, dass Jakob es weiter bringt als ihr.« Die Mutter aber wischte sich die Augen, trat ins Haus und flüsterte vor sich hin. »Ach, käme er doch! In einer goldenen Kutsche vorgefahren. Mein armer Jakob!« Und Jakob ging in den Wald hinein, mit ruhigen, gleichmäßigen Schritten, nicht zu schnell und nicht zu langsam, so wie einer geht, der einen weiten Weg vor sich hat. Er wollte den Wald durchqueren und in die große Stadt gelangen, die jenseits des Waldes liegen sollte. Gesehen hatte sie zwar keiner aus dem Dorf, aber es hieß, die Häuser hätten goldene Dächer und aus den Brunnen fließe Wein, und wenn einer fleißig sei, könne er dort in Wohlstand und Freuden leben. Jakob wanderte weiter und weiter, aber der Wald nahm kein Ende, und der Sommer verging, die Vögel verstummten. Bunte Blätter wirbelten im Herbstwind und eines Morgens fiel der erste Schnee. »Tja, wenn's nun mal Winter ist«, sagte der langsame Jakob, »dann ist wohl der Sommer vorbei.« Und er zog eine Pelzkappe über die Ohren und Fäustlinge an die großen Hände und setzte seinen Weg fort. Der Winter konnte ihn von seinem Vorhaben nicht abbringen. Eines Tages ging er an einem Bach entlang. Das Wasser war gefroren und die Sträucher am Ufer beugten sich tief unter ihrer Schneelast. Und als die Sonne hinter den Wolken hervorkam, glitzerte und blendete der Schnee so sehr, dass der langsame Jakob die Augen schließen musste. Er stapfte ein paar Schritte weiter und als er die Augen wieder öffnete, blieb er staunend stehen. Vor ihm, an einem Weidenzweig, hing etwas. Und dieses Etwas, blauer als der blaue Himmel, schaukelte im Wind. Er griff danach und hielt einen Schuh in der Hand. Einen zierlichen Schuh aus feinstem Leder gefertigt und mit glitzernden Steinchen verziert. Einen Schuh, der weich und leuchtend in seiner Hand lag, wie ein seltsamer fremder Vogel. Der langsame Jakob betrachtete ihn lange, dann schüttelte er den Kopf und sagte, »Tja, wie soll ich wissen, wer diesen Schuh verloren hat, wenn ich's nicht weiß?« Er steckte ihn ein und ging in Gedanken versunken weiter. Plötzlich hörte er Stimmen. Froh eilte er dem Klang nach, denn er war auf seiner langen Wanderung noch keinem Menschen begegnet. Er musste gar nicht weit gehen, da
Da sah er eine Hütte. Sie neigte sich so sehr nach einer Seite, dass sie bestimmt umgefallen wäre, hätte nicht ein Tannenbaum sie gestützt. Vor der Hütte standen eine Frau und ein kleines, dünnes Mädchen. »Kind, Kind, wo hast du deine blauen Schuhe gelassen?« rief die Frau. »Die Schuhe? Meine blauen Schuhe? Die hängen an einem Weidenzweig und schaukeln im Wind.« »Fingerspitzchen, Fingerspitzchen, jetzt hast du uns beide ins Elend gebracht«, jammerte die Frau. »Was wird dein Vater, der Märchenkönig, sagen, wenn er erfährt, dass du die Krone, den Ring und die blauen Schuhe vertan, verlegt, verloren hast?« »Er wird sich freuen, dass wir beide noch vorhanden sind, du und ich«, sagte das kleine, dünne Mädchen. »Oh, du leichtfertiges Ding, wirst du nie vernünftig werden!« »Doch, Momona, jetzt gleich. Ich lauf zum Bach und hol die Schuhe. Ganz gewiss hängen sie an einem Weidenzweig. Ich weiß nur nicht, an welchem. Es gibt so viele Weiden am Bachrand.« Und schon lief das Mädchen davon. »Fingerspitzchen, komm zurück! Du erfrierst dir die Füße! Fingerspitzchen!« Aber das Mädchen lief weiter, so schnell und leicht, als flöge es, und seine bloßen Füße berührten kaum den Schnee. Es lief am langsamen Jakob vorbei, der starr vor Staunen und unbeweglich dastand wie ein Baumstamm. Erst als es verschwunden war, kam er zu sich und flüsterte vor sich hin: »Blauer Schuh am Weidenzweig. Ei, freilich, das wird ihr Schuh gewesen sein. Ich muss ihr nach.« Am Bach holte er das Mädchen ein. »Bleib stehen«, rief er. Das Mädchen blieb stehen, wandte sich um, betrachtete den langsamen Jakob mit großen verwunderten Augen und sagte: »Seit mein Vater, der Märchenkönig, zur Jagd ging, habe ich keinen fremden Menschen mehr gesehen. Bist du ein Räuber?« »Ja, warum soll ich ein Räuber sein, wenn ich keiner bin?« »Wer bist du denn?« »Ich bin der langsame Jakob und ein Holzhauer auf Wanderschaft und ich...« »Ach so«, lachte das Mädchen, »du siehst auch gar nicht wie ein Räuber aus. Ich fragte nur, weil Momona immer behauptet, der Wald sei voller Räuber. Ich bin Fingerspitzchen.« »Bei uns«, sagte der langsame Jakob, »heißen die Mädchen Anna und Maria und manchmal Katharina, aber...« »Ja, weißt du, langsamer Jakob, wie ich zur Welt kam, da war ich klein, winzig klein, nicht größer als ein Fingerspitzchen. Meine Mutter machte mir in ihrem goldenen Fingerhut ein Bett zurecht, und da schlief ich, bis ich größer wurde. Fingerspitzchen ruft mich mein Vater, der Märchenkönig, und Momona, die Kinderfrau, und alle, die mich gut kennen. Du darfst mich auch so rufen.« »Das ist schon gut«, sagte der langsame Jakob und kratzte sich hinter dem linken Ohr. »Aber was sprichst du immer von deinem Vater, dem Märchenkönig, und hast doch so ein geflicktes Röcklein an und wohnst in einer elenden Hütte wie eine Bettlerin?« »Ja«, seufzte Fingerspitzchen, setzte sich auf einen umgestürzten Baumstamm, von dem die Sonne den Schnee weggeschmolzen hatte, und zog die Beine unter den Rock. »Ja, das ist eine lange Geschichte. Wenn du sie hören willst, setz dich neben mich. Es ist gut, in der Sonne zu sitzen. Guck mal, da
da kommt Mimuz, meine weiße Katze. Die ist an allem schuld. Wenn ich nicht nach Mimuz gesehen hätte, als mein Vater, der Märchenkönig. Aber ich will dir alles der Reihe nach erzählen. Eine langhaarige weiße Katze mit hellblauen Augen und buschigem Schwanz lief auf das kleine, dünne Mädchen zu und sprang ihm auf den Schoß. Der langsame Jakob betrachtete kopfschüttelnd das Mädchen und die Katze, und es schien ihm, er habe noch nie solch ein seltsames Mädchen und so eine sonderbare Katze gesehen. Er setzte sich neben die beiden auf den Baumstamm, und die Sonne schien und der Schnee glitzerte. Mimuz, die weiße Katze, schnurrte und Fingerspitzchen erzählte. Teil 2 von Fingerspitzchen und ihrem Vater, dem Märchenkönig. Vielleicht, begann Fingerspitzchen, vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn meine Mutter nicht so zart gewesen wäre. Zu zart für diese Welt, wie mein Vater, der Märchenkönig, sagte. Wie eine weiße Lilie, so lieblich und fein, schöner als das Mondlicht und reiner als ein Tautropfen. Es gibt keine Worte, mit denen man genau beschreiben könnte, wie schön meine Mutter, die Märchenkönigin, war. Aber weil sie so zart war, starb sie früh. Ich war kaum aus dem goldenen Fingerhut herausgewachsen, und wir blieben allein, mein Vater und ich. Freilich, Momona, die Kinderfrau, war auch noch da, aber mein Vater kümmerte sich viel mehr um mich als Momona. Er kitzelte mich jeden Morgen mit einer Taubenfeder an der Nase und weckte mich. Er aß mit mir am selben Tisch und spielte mit mir im Schloss und im Park. Und als ich ein wenig größer war, lehrte er mich schwimmen und tauchen in dem Marmorbecken, das mitten im Schlossgarten lag. Wir ritten zusammen aus, sprangen über Gräben, kletterten auf die Bäume und liefen um die Wette. Und manchmal lief ich schneller als mein Vater, aber er ärgerte sich nicht, er lachte. Nur Momona ärgerte sich und murrte und meinte, eine Prinzessin müsse ganz andere Dinge lernen und nicht wie ein Grashüpfer herumspringen, und ein König sei doch kein Ziegenbock. Aber mein Vater achtete nicht auf ihr Gebrumm, er sagte, ich solle ein kräftiges, lustiges Mädchen werden und nicht eine weiße Lilie, die kaum erblüht sterben müsse. Nein, sterben wollte ich nicht. Ich wollte immer bei meinem Vater bleiben und mit ihm spielen und reiten und von ihm zu Bett gebracht werden und seinen Märchen lauschen. Er konnte die allerschönsten Märchen erzählen, die man sich nur ausdenken kann. Jäger kamen darin vor und Räuber, Hexen, Feen, Prinzen und Drachen. Und manchmal waren sie so gruselig, dass ich ordentlich zitterte vor Angst. Dann seufzte mein Vater ein wenig, nahm mich in die Arme und sagte, ich muss warten, sie ist noch zu klein und zu zart. Diese Worte sagte er auch jedes Mal, wenn ich vergeblich versuchte, auf den alten Lindenbaum im Schlosshof zu klettern. Oder wenn ich über die Hecke, die den Park vom Garten trennt, springen wollte, mit dem Fuß hängen blieb und hinfiel. So vergingen Tage und Tage, ich weiß nicht wie viele. Und wir hatten es schön miteinander, mein Vater, der Märchenkönig und ich. Von mir aus hätte es immer so weitergehen können. Aber eines Tages kam ein Jäger ins Schloss und berichtete, dass im Schwarzen Wald ein Riesenwildschwein hause und kein Jäger und kein Holzfäller sich getraue, den Wald zu betreten. Zu viele habe das furchtbare Tier schon getötet. Seit diesem Tag war mein Vater ganz verändert. Er spielte weder mit mir und stand oft allein auf dem Turm und sah über die Wälder hin, die unser Schloss wie ein grünes Meer umgaben. »Warum bist du traurig, Vater?« fragte ich, als ich ihn wieder einmal suchte und auf dem Turm fand.
Das kannst du nicht verstehen, antwortete mein Vater, der Märchenkönig. Doch ich kann es verstehen, wenn du es mir richtig erklärst. Warum bist du traurig, Vater? Da führte mich mein Vater in den großen Saal und zeigte mir ein Bärenfell. Der mächtige Kopf des Bären war auch noch dran. Das muss ein gewaltiger Bär gewesen sein, staunte ich. Es war ein Riesenbär, alle Menschen zitterten vor ihm. Dein Großvater, Fingerspitzchen, hat ihn erlegt. Dann war mein Großvater ein tapferer König, sagte ich stolz. Darauf zeigte mir mein Vater Geweihe von Hirschen und Elchen, Felle von Bären und Wölfen und anderen wilden Tieren, die alle von meinen Vorfahren, den Märchenkönigen, erlegt worden waren. Sogar die 7 Zungen eines Drachen zeigte er mir, und auch Schwerter und Dolche und Schilde und Lanzen, die Feinden unseres Landes gehört hatten. Früher, viel früher, ehe sie besiegt und vernichtet worden waren. Von wem? Von deinen Vorfahren, Fingerspitzchen, und ihren tapferen Soldaten, sagte mein Vater. Je mehr er mir zeigte und erklärte, desto trauriger wurde er. Da wusste ich, warum mein Vater so oft allein auf dem Turm stand und über die Welt dahinsah. Und ich verstand auch, was er meinte, wenn er seufzte. Ich muss warten, sie ist zu klein und zu zart. Ich überlegte nicht lange. Ich nahm meinen Vater, den Märchenkönig, bei der Hand und führte ihn in den Schlosshof. Dann lief ich zu der alten Linde, klammerte mich am Stamm fest, wie ich es bei Mimuz, meiner weißen Katze, gesehen hatte, und kletterte hinauf. Und ich kletterte höher und höher, von Ast zu Ast. Noch nie war ich so hoch geklettert und mir schwindelte, aber ich dachte an meinen Großvater und die anderen Märchenkönige, die sogar mit Drachen gekämpft hatten, und kletterte weiter bis in die Spitze des Baumes. Da rief ich, »Vater, siehst du mich?« »Ja, ich sehe dich, Prinzessin Fingerspitzchen«, rief mein Vater. Er hatte mir bis dahin noch nie Prinzessin gesagt. Da kletterte ich hinunter. Ich war froh und stolz und es ging ganz leicht. Und dann gingen wir in den Schlossgarten. Und ich rannte los und riss mich zusammen und sprang über die Hecke, ohne anzureichen. »Hast du es gesehen, Vater?«, fragte ich atemlos. »Ja, ich hab's gesehen, Prinzessin Fingerspitzchen«, antwortete mein Vater. Und seine Stimme klang so froh wie seit langem nicht. An diesem Abend erzählte er mir die schaurigste Geschichte, die ich jemals gehört habe. Es wimmelte da von grausamen Räubern und türkischen Hexen. Oh, wie ich mich fürchtete! Es schien mir, die ganze Welt sei voller böser Menschen, und ich zitterte für den König, der ausgezogen war, gegen sie zu kämpfen. Ich wäre so gerne zu meinem Vater hingelaufen, aber ich fühlte, dass ich das jetzt nicht tun durfte, und ich lief nicht hin. Und da erzählte er die Geschichte zu Ende. Der König in der Geschichte vernichtete alle bösen Menschen, und das ganze Land freute sich mit ihm. Ich freute mich auch und fürchtete mich gar nicht mehr, als mein Vater sagte. »Gute Nacht, Prinzessin Fingerspitzchen«, sagte ich. »Gute Nacht, Märchenkönig, und gute Jagd!« Am nächsten Morgen rief mich mein Vater in sein Zimmer. Er nahm die Krone vom Kopfe, setzte sie mir auf und sagte, »Solange ich auf der Jagd bin, sollst du die Krone tragen, Prinzessin Fingerspitzchen. Gib gut auf sie Acht, denn diese Krone ist eine Zauberkrone.« Dann steckte er mir einen prächtigen Ring an die Hand. Über 3 Finger musste er ihn stecken, dass er fest saß, und sagte, ich solle ihn hüten wie das Licht meiner Augen, denn es sei ein Zauberring. Zuletzt gab er mir die blauen Schuhe. Die sollte ich immer tragen, es wären Zauberschuhe. Dann erzählte er noch allerlei über die Krone, den Ring und die Schuhe, aber ich weiß nicht was, denn wir standen gerade vor dem Fenster und ich sah hinaus und sah Mimuz, meine weiße Katze, auf dem Lindenbaum. Sie beschlich eine Amsel und die Amsel sang und sang und merkte nichts. Mimuz schlich immer näher und leckte sich das Maul und ich dachte, wenn Vater doch nur bald fertig wäre, dann könnte ich Mimuz rufen oder einen Stein nach der Amsel werfen und sie verscheuchen. Aber mein Vater redete und redete von Schätzen, Ringen, Schlössern und Soldaten.
und Mimutz schlich immer näher an die Amsel heran. Und als mein Vater endlich fertig war und fragte, »Hast du auch alles verstanden, Prinzessin Fingerspitzchen?« rief ich, »Ja, Vater, ja!« und lief so schnell ich's mit dem langen Kleid konnte, das ich plötzlich anhatte, und den blauen Schuhen, die mir viel zu groß waren, und der Krone, die mir über die Augen rutschte. Ich lief in den Hof, hob ein Steinchen auf und warf es nach der Amsel. Die Amsel flog davon, gerade als Mimutz zusprang. Sie setzte sich auf eine Turmzinne und sang weiter, als sei gar nichts geschehen. Mimutz maunzte ärgerlich und ich freute mich, dass ich gerade noch zur rechten Zeit gekommen war. Nach einer Weile kam auch mein Vater, der Märchenkönig, in den Schlosshof. Er umarmte mich und ermahnte Momona, gut auf mich aufzupassen. Dann stieg er zu Pferde, die Jäger bliesen die Jagdhörner, dass es weit über den Wald schallte, und sie ritten davon. Wie leer waren auf einmal Schloss und Park. Anfangs machte es mir Spaß, im langen Prinzessinnenkleid herumzuspazieren, die Krone auf dem Kopf, und ich lachte, wenn die Spatzen im Hof und die Sonnenblumen im Garten sich vor mir verneigten. Aber bald wurde es mir langweilig. Ich hätte gerne das Kleid ausgezogen und die Krone abgenommen und wäre im kurzen Röckchen herumgesprungen wie bisher, wenn Momona es nur erlaubt hätte. Doch Momona erlaubte es nicht. Sie meinte, es sei höchste Zeit, dass ich lerne, mich wie eine Prinzessin zu benehmen. So musste ich mit ganz kleinen Schrittchen trippeln, wie eine Taube, und dabei den Kopf gesenkt halten, als wolle ich die Ameisen zählen, die über den Weg liefen. Eine Rose musste ich in der Hand halten, warum weiß ich nicht. Und wenn ich von Zeit zu Zeit vor Langeweile seufzte, freute sich Momona und rief, »So ist's recht, es macht sich, es macht sich. Bald wirst du dich wie eine richtige Prinzessin benehmen, Fingerspitzchen.« Viele Stunden saß ich am Fenster und mühte mich, mit bunten Seidenfäden zu nähen, wie Momona es wünschte. Aber die Fäden verwirrten sich immer oder rissen. Oft warf ich das Nähzeug hin und stieg auf den Turm. Da stand ich und sah in die Ferne, und die Wälder unter mir rauschten wie ein Meer. Momona dachte, ich träume von einem Prinzen, der kommen und mich auf sein Schloss holen wolle, und erlaubte es. Ich aber träumte etwas ganz anderes. Ich träumte, mein Vater, der Märchenkönig, käme von der Jagd zurück. Er hätte das Riesenwildschwein erlegt und 100 Räuber gefangen. Manchmal glaubte ich auch, den Klang der Jagdhörner zu hören, aber es war immer nur der Wind, der mich nahte. Dann wünschte ich mir, in den Wald zu gehen, alleine, ohne Momona, und zu laufen und zu springen und mich im Gras zu wälzen. Jedoch eine hohe Mauer umgab Schlossgarten und Park, und das Tor war immer verschlossen. Tage vergingen, andere Tage kamen, viele, viele. Ich weiß nicht, wie viele. Ich dachte, wenn das so weitergeht, werde ich auch bald eine weiße Lilie sein, wie meine Mutter, die Märchenkönigin, eine war. Und da entdeckte ich die kleine Tür in der Mauer, ganz versteckt unter Fliedergebüsch. Am selben Tag bekam Momona Besuch. Sie saß mit ihrer Base in der Laube. Sie aßen Kuchen und tranken Kaffee und schwatzten und lachten, denn sie hatten sich lange Zeit nicht gesehen und sie beachteten mich nicht. Ich aber schlich in Momonas Zimmer und nahm alle Schlüssel vom Schlüsselbrett und ging in den Park. Ich kroch unter den Fliederzweigen durch zu der kleinen Tür. Alle Schlüssel probierte ich aus, und der vorletzte, ein rostiges, winziges Schlüsselchen, passte.